Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Starten wir diese Folge wieder mit 4 neuen Fanarts. Und das erste Fanart kommt von Shizu Lupus. Der hat nämlich eine Omaki-Version von Link gezeichnet, der im Hintergrund von einem Wächter anvisiert wird. Und wie das ausgeht, das kann man sich nur herleiten, wenn man meine Streams gesehen hat. Shizu Lupus, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Ist ein wirklich süßes Fanart gewesen. Dann machen wir weiter mit einem Fanart von Kirito Uchiha. Oder Uchiha. Sorry, falls ich den Namen einfach falsch ausspreche. Und zwar hat Kirito Pikachu gezeichnet mit einer Link-Mütze und Moppy im Gepäck. Oben steht Okami slash Moppy und unten steht, sorry, kann keine Wölfe. Damit meint Kirito Uchiha höchstwahrscheinlich, dass Kirito keine Wölfe zeichnen kann. Aber halb so wild, ich freue mich natürlich über jegliche Form von Support in Form von Fanarts. Und deshalb vielen lieben Dank für dein Fanart. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Fanart von Kiana. Und zwar einfach nur mit einem Wolf. Auch wenn ich sagen muss, dass mich die Wölfe irgendwie immer an Katzen erinnert. Vielleicht soll das auch eher eine Katze sein. Vielleicht ist es ein Katzenokamsen. Bin mir nicht sicher. Also den Augen nach zu urteilen, würde ich eigentlich sagen, dass das eher eine Katze ist. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Einsendung, Kiana. Freut mich, dass du nach über 60 Folgen immer noch am Start bist. Sau insane. Und dann kommen wir zum letzten Fanart von Best Brawler. Der hat nämlich mein Okamsen-Avatar gezeichnet mit einem Beanie auf dem Kopf, auf dem BOTW steht. Und links sieht man natürlich seine Unterschrift, verziert mit zwei Triforces auf beiden Seiten. Wirklich sau cooles Fanart, Best Brawler. Vielen lieben Dank für deine Einsendung. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns mal von hier, denn diese ganzen Stacheln sehen nicht ganz so gemütlich aus. Ich würde sagen, dieses ganze Gebiet haben wir eigentlich ja schon abgesucht. Wobei, bin mir nicht ganz sicher, haben wir schon ein paar Crocs gefunden? Doch tatsächlich, hier waren wir schon mehr oder weniger. Ich denke, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück, wenn wir nach den Crocs suchen. Aber zuallererst wollen wir natürlich die Gebiete sehen, die wir noch nicht erkunden konnten. Und darunter fällt unter anderem der Ebenholzberg. Moment mal, wir sind da schon dran vorbei? Ich dachte, der ist hier oben irgendwo. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Ebenholzberg, denn eigentlich wollte ich da hin und irgendwie habe ich den komplett verpeilt. Let's go, Leute. Okay, Moment mal, was? Wir sind jetzt in Hateno? Der Ebenholzberg ist direkt bei Hateno? Das erklärt auf jeden Fall, warum wir dran vorbeigeflogen sind. Aber wie kann es sein, dass mir das noch nie aufgefallen ist? Oh, hier ist ein Croc. Das ist mir jetzt spontan aufgefallen durch diese Blume hier. Na gut, dann machen wir das natürlich auch noch. Dieses kleine Rätsel hier. Oh, jetzt müssen wir da hoch. Na super. Ja, ist okay. Komm, wo bist du denn jetzt? Hier links. Oh, wow. Okay, und jetzt? Croc, du bist ganz schön nervig. Wo willst du hin? Moment mal, ich kenne doch dieses Rätsel. Das habe ich doch schon mal gemacht. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Und da hinten ist ein Schrein einfach zu sehen. Ist das diese Hateno-Insel? War das nicht hier? Nee, Moment. Die Hateno-Insel ist wahrscheinlich das da hinten. Und da ist nur ein Schrein. Wow. Vielleicht gehen wir doch erst noch dahin, bevor wir in Richtung Akala gehen. Okay, her damit. So, ein weiterer Koksam in unserem Besitz. Und da oben ist der Ebenholzberg. Wie kann es sein, dass der mir noch nie aufgefallen ist? Ich meine, der wirkt aber auch ein bisschen unscheinbar im Vergleich zu den ganzen anderen Bergen hier in der Nähe. Von daher, kann man es mir wirklich verübeln? Ich denke nicht. Oh, okay. Und ich dachte mir natürlich schon, dass sich hier oben irgendeine Person drauf befinden wird. Bist du auch hier, um deine Traumfrau zu finden? Genau. Ja, ich auch. Aber Fehlanzeige. Bisher hat sich noch niemand hier blicken lassen. Es ist ein totaler Reinfall. Liegt der legendäre Liebesteich vielleicht doch woanders? Naja, Watzel, was hast du erwartet? Das ist ein gebrochenes Herz und kein richtiges Herz. Der Liebesteich befindet sich da hinten, aber gibt es jetzt hier nichts zu tun? War das alles? Ich dachte, hier würde man irgendwie eine Quest oder so bekommen. Warum kommt meine Traumfrau denn nicht? Ist das etwa ein Zeichen, dass ich mich selbst auf die Suche machen muss? Glaub an dich. Du willst mich aufmuntern? Haha, mir geht's gut, keine Sorge. Meine Mama sagt immer, Watzel, du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Und recht hat Mama. Vielleicht solltest du dir lieber Sorgen um dich selbst machen. Wer sich nur auf so einen Aberglauben verlässt, findet nie seinen Traumpartner. Okay, warte, weise Worte. Ja, ich bin jetzt ein bisschen ernüchtert, dass es hier oben einfach gar nichts gibt auf dem Ebenholzberg. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich hier auch irgendwas befindet, außer dieser komische Typ. Wobei, so komisch war der gar nicht. Der war ganz sympathisch. Ich würde aber sagen, versuchen wir mal da hinten irgendwie zu dem Schrein zu kommen. Ich weiß zwar absolut noch nicht wie. Vielleicht reicht unsere Stamina bis dahin. Ansonsten ist da unten auch irgendwas. Und da ist doch bestimmt ein Croc drauf. Aber darauf kann ich ehrlich gesagt gerade verzichten. Deswegen Geronimo. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ausreicht. Aber irgendeinen Weg muss es ja geben. Oh Leute, das schaffen wir doch nicht, oder? Vielleicht landen wir doch erstmal hier. Hier sind ganz viele Raben oder Möwen. Oh, und hier ist ein Orni. Was macht der denn hier? Vielleicht weiß der, wie wir zu diesem Schrein dort kommen. Oh, hier draußen trifft man nicht oft jemanden. Ich freue mich über unser Wiedersehen. Bist du hier, um dir das Meer anzusehen? Diese merkwürdige Felssäule wird schon in einem uralten Lied besungen. Soll ich es vortragen? Lass hören. Vielen Dank. Es geht los.
Die Worte des Helden werden dir zuteil. Die Verheerung abzuwehren, kehre ich einst wieder. Das Meer so blau, die Klippe steil, weisen zum Schatz, den zur Zeit der 17 ich dort legte nieder. Der Schatz eines Helden, ob das wohl Rubine sind? Wenn es um den Helden geht, der sich gegen die große Verheerung gestellt hat, müsste das ja ein Riesenbatzen sein. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Der Schatz des Helden. Also ich denke mal, die 17 wird irgendwas mit Links 17. Geburtstag zu tun haben. Aber er hilft mir leider nicht weiter. In Hinblick auf diesen Schrein dort hinten. Oder vielleicht muss ich bis 17 Uhr warten. Das Meer so blau, die Klippe steil, weisen zum Schatz, den zur Zeit der 17 ich dort legte nieder. Also ich habe leider absolut keine Ahnung, was damit gemeint sein soll. Deswegen werden wir erstmal versuchen, dort hinten zu dem Schrein zu kommen. Denn ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Vielleicht muss man irgendwas dort auf dieser Klippe tun? Hat das überhaupt was mit der Klippe zu tun? Die Klippe steil. Aber das ist ja keine richtige Klippe. Das ist ja eher eine Säule, die da einfach ist. Ignorieren wir das Ganze einfach erstmal. Denn ich habe wirklich noch gar keine Ahnung. Es scheint aber auf jeden Fall keine Schreinquest zu sein. Was ganz okay ist, weil wir wollten eh nicht unbedingt alle Nebenaufgaben machen. Ich meine, es wäre schon cooler, aber was nicht geht, das geht natürlich nicht. Und ich frage mich aber auch ein bisschen, wie sich die Entwickler gedacht haben, wie man zu diesem Schrein dort kommt. Wollten die Entwickler wirklich, dass man hier von Eisblock zu Eisblock springt? Oder vielleicht mit der Zora-Rüstung. Aber leider habe ich noch nicht das ganze Set, wodurch ich nicht sehr schnell bin. Aber ich glaube, darum müssen wir uns als nächstes kümmern. Ich hätte richtig gern dieses Zora-Rüstungsset. Dann noch ein paar Eisblöcke, dann haben wir es geschafft. Und hier gibt es auch wieder einen Krog-Rätsel und Exalfosse, die mir nicht so freundlich gesinnt sind. Wollte vielleicht aus dem Wasser kommen. Und verbrennen. Einfach verbrennen, Leute. Habt ihr da Bock drauf? Komm, 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 komm. Und aufgeladen. Komm noch her. Zack. Zack. Und stirb. Hä, warum lebt er noch? Yo. Yo. Nein. Warum hitte ich nicht? Stirb. Meine Güte. Ja klar, und da hinten ist ein Octorok, der mich abfacken will. Verstehe. Wie soll ich da jetzt so schnell hinkommen? Wisst ihr was? Okay. YOLO. YOLO. Ach doch, das ist doch easy. So weit ist das doch gar nicht. Meine Güte. Was mache ich mir hier so einen Stress? Da brauche ich doch nicht mal das Floß für. Let's go. Und ein weiterer Krogsamen. Und dort hinten befindet sich noch eine kleine Truhe. Die snacken wir uns auch mal. Und dann gehen wir hier in den Schrein rein. Wer hätte gedacht, dass sich hier so viel noch in der Bucht befindet? Was haben wir hier drin? 10 Holzpfeile. Sehr nice. Denn davon hatten wir gerade gar keine mehr übrig. Gut, dann betreten wir mal diesen Schrein hier. Shazuketa-Schrein. Kraftprobe schwierig. Okay, das sollten wir hinbekommen, Leute. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir sind ja gut gewappnet. Wir haben genug Ausdauer, wir haben genug Leben. Aber wir sollten natürlich erstmal unsere Hylia-Rüstung tragen, denn sonst kriegen wir ganz schön auf die Schnauze und das wollen wir natürlich nicht. So, damit wird es definitiv leichter werden. Und ich mache absolut keinen Damage. Es geht wieder los, Leute. Der nicht vorhandene Damage. Komm her. Komm, ich will ihn ein. Ich habe doch hier eine Wächter-Axt. Schlag mal damit zu. Macht man damit mehr Damage an Wächter? Oh nein, das war schlecht. Ja, perfekt gedodged. Komm, schlag zu, Link. Mein Gott. Also die Wächter-Axt macht ordentlich Damage. Aber nur, wenn ich pariere. Let's go. Dann parieren wir halt ein paar Mal. Das kriegen wir doch hin. Gleich Half-Life. Ja doch, parieren ist ja echt die beste Lösung. Einfach zuschlagen. Und nochmal parieren. Let's go. Ich hoffe, die Wächter-Axt hält noch ein bisschen was aus. Okay, das war knapp. Oh mein Gott. Ich bin eigentlich genau in den Speer reingesprungen, aber irgendwie hat es funktioniert. Bam, Hälfte. Mit antiken Pfeilen wäre doch alles so viel leichter. Oh nein, die Axt zerbricht gleich. Das gibt's doch nicht. Wie wär's, wenn du einfach reinfrierst, Junge? Komm, was wird das denn jetzt? Nix da, nix da. Komm. Oh mein Gott. Das habe ich nicht gesehen. Das war unfair. Deine Hand war hinter der Wand. Let's go, let's go. Schlag zu, Link. Und er hittet nicht einmal. Ich werfe jetzt einfach die Axt. Wird eh nicht mehr viel aushalten. So, okay, nehmen wir das. Bam, bam. Oh, der Damage ist aber nicht ganz so cool. Der ist eher bescheiden. Oh mein Gott. Warum krieg ich es nicht hin zu dodgen? Nein, du heizt dich jetzt nicht hoch. Nein. Bam. Oh mein Gott, man kann ja die Elemente kombinieren. Eis und Blitz macht ja viel mehr Damage als einfach nur Blitz. Bam. Oh mein Gott. Warum habe ich das nicht früher gewusst? Och nee. Och nee. Jetzt macht er wieder diesen. Okay, weißt du was? Komm her. Komm her.
No, 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 das wird ärgerlich, das wird böse ausgehen. Autsch, das hat ganz schön Aua gemacht. Komm, 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 komm. No. Oh mein Gott, was ist das für ein Damage? Zwei meiner Schilde sind einfach schon kaputt. Komm schon. Nein, warum krieg ich es nicht hin? Warum krieg ich es nicht hin? Ich bin so One-Shot, das gibt's nicht. Wisst ihr was, wir machen einfach kurz einen Prozess. Aber ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh mein Gott, warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Oh, jetzt haben wir drei Schilde verloren und sind auch noch fast am Sterben. Aber er hat uns einen antiken Reaktorkern gedroppt. Immerhin eine positive Sache. Der hatte doch ein Schild in der Hand, oder? Nee, Moment, der hatte gar kein Schild. Ich bin dumm. Na toll, na ganz toll. Na gut, dann fotografieren wir mal eben den Spaß hier. Erstmal müssen wir natürlich wieder ein paar Bilder löschen. So, das sollte reichen. Let's go. Okay, die Lanze habe ich schon fotografiert und das Wächterschwert +++, aber noch nicht. Das war sehr kritisch, Leute. Mit einem Dreiviertel Herz haben wir es hier noch überlebt. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch Feen da gehabt hätte. Aber auf jeden Fall war es sehr, sehr knapp. Und hier haben wir Kletterhandschuhe. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Okay, das hat sich sowas von gelohnt. Das ist wahrscheinlich das Kletterset. Also Kletterhandschuhe und das Kletterbandana. Dann fehlt jetzt noch ein Teil. Die speziell gearbeiteten Fingerspitzen erlauben kraftsparendes Klettern ohne abzurutschen. Ohne abzurutschen? Wait, what? Okay, wir müssen auf jeden Fall noch das letzte Teil davon bekommen. Mal gucken, wie schnell man dann klettern kann. Aber holen wir erstmal unser Zeichen der Bewährung ab. So, das ist jetzt natürlich sehr befriedigend, dass wir wieder volles Leben bekommen. Jetzt haben wir natürlich die Option, zur Hateno-Insel zu segeln. Das Problem ist einfach, ich habe keinen Krogfächer. Ich muss jetzt also darauf hoffen, dass mir diese Palme einen Krogfächer droppt. Oder auch nicht, denn hier befindet sich schon einer. Das ist praktisch, aber jetzt muss ich mich von irgendeiner Waffe trennen, was diese ganze Sache jetzt nicht unbedingt weniger leichter macht. Ich glaube, ich muss tatsächlich die Eislanze droppen oder die Königshellebarde. Ich bin eigentlich voll der Fan von diesen Eis- bzw. Elementarwaffen. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Königshellebarde einfach droppen. Auch wenn sie höchstwahrscheinlich viel, viel mehr aushalten würde. Aber egal. Aber gut, wir können noch ein Abschiedsbild machen. Das ist ja auch was. Und vom Krogfächer können wir auch noch ein Bild machen. So, aber darauf sind wir jetzt leider angewiesen, denn sonst kommen wir nicht zur Hateno-Insel. Dann schauen wir uns mal an, was sich da hinten so befindet. Kann ich das... Ich kann das doch aufladen, oder? Bringt das was? Vielleicht sollte ich es doch nicht aufladen, denn ich habe keine Lust, Ubosas Zorn zu benutzen. Dann habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Oh, mit dem Floß sind wir aber ganz schön schnell unterwegs. Damn. Ja, doch. So kommt man da schnell hin. Schneller als jeder Schwimmer, oh mein Gott, es tun könnte. Ich glaube, wir haben gerade unser Floß versenkt. Das ist jetzt natürlich nicht so praktisch. Jodwerde? Wo zur Hölle sind wir? Jodwerde? Ach, das ist gar nicht die Hateno-Insel. Das war die Hateno-Insel. Oh, wir sind jetzt hier. Das haben wir doch gesehen gehabt. Okay. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Leg ab dein Werkzeug, stelle dich hier der Prüfung mit der Kraft, die ruht in dir. Um diese Prüfung zu bezwingen, sollst du drei Altären Juwelen darbringen. Bist du siegreich, so findet hier dein Werkzeug den Weg zurück zu dir. Oh, na toll. Prüfung in der Wildnis. Wir dürfen jetzt ohne irgendwas versuchen, diese Prüfung zu bezwingen. Wir haben gar nichts. Wir haben keine Waffen, wir haben kein gar nichts. Aber wir haben noch unsere Module. Das heißt, wir gönnen uns erstmal hier irgendeinen Baum, damit wir einen Stock bekommen. Okay, eine Route. Das ist schon mal ganz okay. Warum muss es jetzt hier blitzen? Das war jetzt natürlich ein super Timing. Oh nein, das ist eigentlich gar nicht schlau, dass ich hier einfach alles abfackeln lasse. Ich muss jetzt drei Juwelen finden. Oh mein Gott. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Aber wir müssen das jetzt schaffen, weil sonst kriegen wir unsere Items nicht wieder. Oh mein Gott, ich habe vergessen. Ich muss auf mein Leben aufpassen. Wir haben gar keine Rüstung. Aber wir haben noch Daruks Schild. Das ist immerhin etwas. Was zur Hölle? Wo müssen wir denn hin? Oh, hier ist so ein Juwel, von dem die Rede war. Oh nein. Gebt euch mal, wie viele Gegner das sind. Wir können die hier töten. Dann wird das schon. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie schwach Routen sind. Das sind ja zwei Schläge und die gehen kaputt. Und da ist noch ein Hinox. Bitte was? Ein schwarzer Hinox? Ohne irgendwas? Und schwarze Bockblins. Wie soll ich die bitte töten? Ja. Hey, ich habe doch gar keine Waffen dafür. Ich probier's mit Ubosas Zorn. Oh mein Gott, Ubosa, du rettest mir gerade den Hintern. Du rettest mir gerade so den Hintern, ne? Ich habe schon wieder keine Waffen mehr. Habe ich Waffen? Habe ich Pfeile? Ich habe auch keine Pfeile. Wie soll ich den töten? Der heilt sich doch gegen. Ein Holzpfeil. Na super. Okay, wir müssen wieder Ubosas Zorn benutzen. Komm, stirb. Aber der hat wahrscheinlich auch keine Waffe für mich, oder?
Nö, natürlich nicht. Der hat schön mit der Faust gekämpft. Ja, das war's. Das war's immer wieder komplett. Keine Pfeile, keine Waffen. Und da hinten ist ein Hinox. Na super. Und hier ist nur ein Bogen drin. Nicht mal Pfeile. Geil. Och nee. Aber da sind Pfeile. Okay, dann gönne ich mir die. Oh wow, das ist ja mal eine interessante Prüfung. Muss ich zugeben. Bisher sehr, sehr spannend. Einfach mal wieder ohne Rüstung klarzukommen und ohne Items. Jetzt dürfen wir aber diese Kugel wieder direkt zum Anfang transportieren. Na toll. Wir müssen wieder in diese Richtung. Also dorthin, glaube ich. Hier lang. Hier links lang. Oh Gott. Und da wartet aber auch der Hinox auf mich. Wie soll ich den bitte besiegen? Ich habe jetzt noch einmal Ubosas Zorn. Gibt es hier vielleicht eine Kochstelle, um mir einen Angriffsbuff oder so zu machen? Also ich meine, eine Kochstelle in der Wildnis wäre schon ganz ratsam. Wo war jetzt diese komische Stelle? Oh mein Gott, was sind denn hier für Gegner? Oh nein, hier sind so viele Gegner. Kommt schon. Ich muss doch erstmal diesen Ort finden. Lass mich bitte in Ruhe, okay? Magst du mich vielleicht nicht töten? Ich muss doch nur diese Kugeln ablegen. Mensch, lass mich in Ruhe. Wisst ihr was? Wir lassen einfach die Kugeln erstmal hier. Und dort hinten ist ein Lagerfeuer. Könnten wir da vielleicht was zu essen machen? Also erstmal müssen die hier sterben. Das ist ja ganz klar. Ey, du nimmst nicht mal eine Kugel. Was fällt dir ein? Bro, was fällt dir bitte ein? Will der hier einfach mal eine Kugel nehmen? Wo sind wir denn hier gelandet? Können wir uns anschleichen? Wir müssen uns, glaube ich, anschleichen. Irgendwie. Ne, wobei, wir könnten auch einfach eine Bombe werfen. Jed. Oh, der Damage war nice. Der Damage war sehr, sehr nice. Komm, einmal noch. Bam. Triple Kill. Oh, wow, hier waren auch Sprengfässer. Okay, das war jetzt ein bisschen dämlich. Die hätte ich natürlich auch benutzen können. Habe ich aber leider nicht gesehen gehabt. Was haben wir hier drin? Ein Reiseschwert. Ey. Also, ich meine, gegen den schwarzen Hinox wird das nicht so behilflich sein. Das reicht doch alles nicht. Also, ich denke, um den Hinox müssen wir uns wirklich als allerletztes kümmern. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir hier irgendwo eine Kochstelle finden, damit wir uns irgendwie Angriffsbuffs craften können. Aber ja, alles gar nicht mal so leicht. Oh, wow, und jetzt darf ich das dann noch irgendwie rüberbekommen? Ist das euer Ernst? Hey, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie stellt ihr euch das vor, Leute? Kann man das mit dem Magneten bewegen? Nee, das geht natürlich auch nicht. Hä? Bro, wie soll ich das denn machen? Hier muss doch safe eine Kugel rein. Wer hat sich das überlegt hier? Irgendein Sadist. Das muss irgendein Sadist gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Hier machen wir es wieder so. Hier ablegen. Hopp. Und jetzt sieht. Okay, hat der toll funktioniert. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. Kriegen wir es da rüber geworfen? No, 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 no. Ja, 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 ja. Jetzt aber. Und jit. Nein! Jitte doch einfach die Kugel weg. Okay, Kugel Nummer 1. Und jit. Oh, na komm schon. Das hätte jetzt First Try klappen können. Und drauf. Okay, damit haben wir schon mal ein Drittel dieser Prüfung geschafft. Ah, ich frage mich nur echt, ob es hier irgendwo eine Kochstelle gibt. Wir waren noch nicht hier hinten. Vielleicht sollten wir erstmal dahin. Da könnte es vielleicht eine Kochstelle geben. Also das nenne ich wirklich mal Breath of the Wild. Ich muss auch sagen, ich vermisse das so ein bisschen, dass man in seinen Waffen so limitiert ist. Weil je länger man das Spiel spielt, desto mehr Stuff hat man einfach, um die Leute easy zu töten. Und deswegen finde ich diese Insel einfach mega nice, dass man einfach alles wieder weggeben muss, was man hatte. Und quasi komplett nochmal neu anfangen muss. Zumindest was die Items angeht. Und das finde ich sau, sau cool. Also die Idee gefällt mir bisher wirklich 10 von 10. So, wir sind jetzt hier auf diesem Kokolithenplateau. Klettern wir mal rauf. Ich hoffe, wir können überhaupt so hochklettern. Ja, doch, sieht gut aus. Oh nein, da ist ein Moblin. Der sieht mich doch bestimmt gleich, oder? Komm, stirb. Okay, wichtig, wichtig. Kletter mal hier rauf. Was ist hier oben? Vielleicht ein Krog? Was haben wir hier? Gar nichts. Okay, was haben wir hier oben? Oh, es ist so schön, ne? Und genau dafür liebt man einfach Breath of the Wild. Ich bin so gespannt, ob auf der E3 irgendwelche News zu BioTW 2 gedroppt werden. Ich wünsche es mir so hart. Denn Leute, wir wollen doch alle mehr BioTW haben, oder? Das steht doch fest. Wir alle wünschen uns mehr BioTW. Egal in welcher Form. Okay, jetzt muss ich yeeten. Ich muss yeeten. Und jetzt. Das war dumm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es direkt hochgeht. Oh nein, wir müssen erstmal die blauen Bockblends tot kriegen. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Wir haben noch Mifa, wir haben noch Mifa. Alles gut, alles gut. Nein, Kugel. Oh mein Gott. Wie soll ich die bitte alle tot kriegen? Das sind so viele. Komm, sterbt doch bitte. Sterbt. Ja. Komm, einer noch, einer noch. Zumindest ein blauer. Oh mein Gott. Und das war's dann wohl mit Mifa. Ich beschütze dich. Ja, danke, Mifa. Du rettest mir gerade echt mein Leben. Okay, weißt du was? Ich lade auf. Okay, ich lade doch nicht auf. Doch, ich lade auf. Let's go. Gebt mir eure Waffen, gebt mir eure Waffen. Let's go, let's go. Soldatenschwert. Mehr habt ihr nicht? Mehr habt ihr nicht? Stirb doch, gib mir irgendwas. Ich muss doch kämpfen. Der hat ja auch noch ein Soldatenschwert gedroppt. Sehr nice, oh mein Gott.
Und er gibt mir so böse. Nein, nein, nein. Das lass mal schön wieder fallen. Oh mein Gott. Hätte er mich damit getroffen. Ich glaube, ich wäre One-Hit gewesen. Komm, stirb doch. Stirb doch. Geht doch. Und wir haben beide guten Waffen verloren. Na super. Hat's ja voll gebracht, Leute. Hat's ja voll gebracht. Ich bin fast tot. Wie soll ich das bitte machen? Ich meine, immerhin haben wir eine weitere Kugel bekommen, aber ich muss immer noch den Hinox besiegen. Und das wird wirklich schwer. Wie soll ich das schaffen? Ja, wow. Mit Bögen oder was? Ich glaube, ich muss das echt mit Bögen machen. Ich meine, nicht umsonst sind hier so viele, oder? Die werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Hoffe ich zumindest. Komm, einmal Headshot. Wir müssen nämlich ein paar Pfeile sparen. Okay, der hat auch nochmal 5 Holzpfeile für uns. Sehr nice. Ja, ansonsten fehlt nur noch der blöde Hinox. Leider haben wir jetzt auch Ubosas Zorn nicht mehr, was die ganze Geschichte nicht sehr viel angenehmer macht. Haben wir das irgendwie weggeschleudert? Damit vielleicht... Ey, komm, hitte doch. Link, bist du eigentlich lost? Wie kann es sein, dass das nicht gehittet hat? Komm schon. Neuer Versuch. Jetzt aber... Warum triffst du nicht Link? Link, ist dein Ernst? Geht doch. Warum nicht gleich so? Weg damit. So, und die nächste Kugel, die wir hier in diese Plattform werfen können. Und zwar genau so. Hopp. Und? Hallo? Dein Ernst? Nein, warum werfe ich? Ich wollte nicht werfen, ich bin so lost. Komm schon. Jetzt einfach werfen, okay? Oder auch nicht. Okay, ich muss geduldiger werden, okay? Wir droppen sie jetzt einfach genau hier. Let's go. So, und hier befindet sich eine Feuerschale, die ich eigentlich gern anzünden würde. Ich weiß nur nicht wie, denn das Problem ist einfach, dass der Spaß hochgehen wird. Aber ich schlage einfach mal so gegen. Okay, und jetzt gehe ich einfach weg und hoffe, dass dieses Fass explodiert. Sehr nice, sehr nice. Und die Feuerschale brennt. Ich bin überrascht, dass das wirklich funktioniert hat. Jetzt tun wir mal einfach alle Schwertbananen zusammen, denn die werden wir sowas von brauchen. Nein, nicht anzünden. Link, bist du eigentlich... Was ist los mit dir, Link? Hast du dein Gehirn vielleicht auch weggegeben, oder? So, Kraftkochobst, das brauchen wir auf jeden Fall. So, das kombinieren wir noch mit der Rüstungskrabbe. Ne, wobei, Rüstungskrabbe, ich bin blöd. Ne, dann machen wir noch 2 Schwertbananen und das war's. Rein damit. Okay, Level 1 ist jetzt natürlich nicht so nice, aber egal. Tun wir hier noch ein paar Pilze zusammen. Und vielleicht ein Pilz und ein Maxi-Trüffel. Wow, plus ein Herz und volle Heilung. Egal, die volle Heilung könnte mir noch den Hintern retten. Denn noch die Rüstungskrabbe. Die hält natürlich sehr, sehr lang. Nicht. Oh, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was zu essen. Das ist ganz nice. Was haben wir hier? Ein Ritterschwert. Okay, damit könnten wir es vielleicht mit dem Hinox aufnehmen. Wir müssen es jetzt einfach irgendwie probieren. Oh, muss es aber auch ausgerechnet ein schwarzer Hinox sein? Egal, Leute, wir müssen es probieren. Aber erstmal heilen wir uns. Und zwar mit dem Pilzspieß. Versuchen wir erstmal auf den Hinox raufzugehen, denn vielleicht hat der noch ein paar Waffen für uns, die uns im Kampf gegen ihn noch nützlich sein könnten. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wären da ein paar Waffen. Okay. Und... Das hat natürlich super funktioniert. Ganz erste Klasse hier. Komm, Headshot. Gib uns deine Waffen. Waffentasche voll. Was soll das bedeuten? Ich hab doch nichts. Okay, wie wär's, wenn wir die Knochen droppen und die Rute? Komm, gib mir alles, was du hast. Okay, er hatte nur eine Waffe. Er hatte nur eine Waffe. Jetzt müssen wir es probieren, Leute. Wir müssen uns jetzt das Kraftkochobst gönnen. Denn sonst wird das nichts. So, Headshot. Sehr nice. Abwerfen. Und jetzt müssen wir mit dem Ritterschwert irgendwie zuschlagen. Oh, doch, wir machen guten Damage. Wir müssen nur aufpassen, dass er sich nicht direkt auf uns setzt, denn sonst sind wir ganz schön am Arsch. Okay, voll daneben. Voll daneben. Und dennoch im Master-Modus. Das gibt's doch nicht. Komm, zeig mir dein schönes Auge. Komm her. Was? Was? Er one-shottet mich. Na klar. Warum nicht? Warte, was? Müssen wir die ganze Insel nochmal von vorne machen? Nee, Leute, das ist doch jetzt ein Witz. Das ist jetzt ein Witz, oder? Und ihr da, ihr geht mir bitte nicht auf die Nerven, okay? Okay, wisst ihr was? Ihr geht mir ganz schön auf die Nerven. Sterbt bitte einfach. Ja, okay, ich muss die ganze Insel nochmal neu machen, denn ich habe wieder Ubosas Zorn. Das gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Als ob wir so kurz vom Ziel einfach so dämlich sterben und dennoch einfach nur, weil sich hingesetzt hat. Das ist doch lächerlich. Bro, stirb doch bitte einfach. Ich will für dich keine Ressourcen ausgeben. Komm. Und stopp. Okay, Leute, ich würde sagen, probieren wir es in der nächsten Folge nochmal, auf diese Insel zu gehen. Und dieses Mal, beziehungsweise nächstes Mal, werden wir es dann schaffen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn sie ein sehr abruptes Ende genommen hat. Und dann würde ich sagen, ich bin euer Maki. Macht's gut.